Hallo WPU, willkommen zu einem kleinen Analyse-Video, Überblick, Overview der Diana oder des Diana Raptor, der Diana Raptoren. Einmal in 6 Zoll, wie man hier unschwer erkennen kann, und einmal in 4 Zoll. Kleiner Konitest kommt auch gleich nochmal. Jede Waffe, sei es 6 Zoll oder 4 Zoll Raptor, wird also in diesem Karton geliefert. German Barrel Inside. Wahrscheinlich will GSG darauf hinweisen, dass diese Raptoren eventuell einen Diana-Lauf beinhalten. Steht drauf, CO2 ist also für Diablos geeignet, aber auch zur Beilage hier ist ein Magazin für Stahlgewehr, gehe ich mal von aus. Man sollte beim gezogenen Lauf, die Waffen haben einen gezogenen Lauf, also dann Bleirundkugeln oder verkupferte Bleirundkugeln nutzen. Dazu ist noch ein Stopfer mitgeliefert worden. Wenn dann das Magazin dahingehend, das Achtschussmagazin dahingehend beladen ist, dass man hier nochmal so nachstopfen kann. Soll wohl der Sinn sein. Beide Waffen kann man also Single Action, Double Action schießen. Kann ich euch zeigen. Ich nehme hier mal als Beispiel den 6 Zoll, den 6 Zoller. Mal ein kleiner Überblick hier. Die Griffschalen sind also ja, so Art Gummi. Ja, Plastik sind sie nicht, ist so Gummi. Wie schon gesagt, Single Action. Jetzt mal schauen, ob da eine Kugel drin ist. Sekunde. Nein, alles safe. Wie schon gesagt, Double Action ist also sehr schwer. Es wird mit dem Double Action, mit dem Abzug auch die Trommel gedreht. Sehr, sehr schwer. Single Action dagegen bewegt sich der Trigger nach hinten. Ist auch also dahingehend kein Vorzugsweg in keinster Weise und ja, er ist hart, der Druckpunkt. Aber an sich gut überwindbar, wenn man die Waffe so zweihändig hält. Doppeldaumen, ich bin Linkshänder, beide Daumen nach vorne. Ja. Die Waffe, wie schon gesagt, macht einen wertigen Eindruck. Steht zwar Full Metal drauf auf der Box, aber ist sie nicht. Der Rahmen ist Vollmetall, das ist richtig. Nur was ich hier zu bemängeln habe, ist an sich auch das Einzige, was ich an dieser Waffe zu bemängeln habe, ist dieser Trommel, die Plastiktrommel. Das ist eine wackelige Plastiktrommel. Das gefällt mir nicht. Hier der Ausstoßer für die Laderinge hier für diese Waffe. Verkantet sich bei mir immer natürlich vor der Kamera. Hier werden dann die Diablos implementiert. Kommen hier rein. Die Länge dieser Laderinge, der Ladeschächte, erlaubt auch zum Beispiel die längeren H&N Hornets zu laden. Liegt so bei 8,8 mm Länge. Passt schon. Der Ladering dann beladen, wird er hier implementiert, eingelegt, zack, und dann geht es schon mit dem Schießen los. Die Trommel ist rechtsdrehend. Sicherung der Waffe ist hier, blockiert also unten am Boden des Hahns den Hahn selber, wird also hier reingedrückt, wie man sehen kann, und dann ist der Hahn nicht mehr beweglich. Jetzt wieder. So, und jetzt wieder die Sicherung rein. Und dann geht es nicht mehr. Zum Lauf selber, ja, der geht bis vorne hin. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Von der Kamera ist das nicht so immer so einfach. Also bei einigen anderen Waffen. Es ist wohl so gewesen, dass der Lauf also keine 6 Zoll
Hatte aber hier diese Waffe wohl schon. Hier nochmal von der rechten Seite. Raptor. Ja, muss irgendwie eine Ähnlichkeit haben mit dem Colt Python. Den Colt Python, Python habe ich noch nie in der Hand gehabt. Ja, war ist bisher noch nicht so in meinem Beuteschema gewesen. Die Kimme ist voll einstellbar, Höhen einstellbar und auch Seiten einstellbar mit einem kleinen Inbus an der Seite und hier oben Höhen einstellbar mit einem kleinen Schraubendreher. Wie schon gesagt, wo es Schatten gibt, was die Trommel hier angeht, gibt es natürlich auch Licht. Und zwar sind beide Waffen, der 6 Zoll Raptor und sowohl auch der 4 Zoll Raptor, ungemein präzise. Auf 8 bis 10 Metern habe ich die geschossen, mehrfach, ganz tolle Angelegenheit. Sekunde. Hier einmal die Schussergebnisse mit den Omarex Mosquito 0,48. Also sieht doch ganz gut aus. Stehend, angelehnt habe ich geschossen. Mache ich zumeist bei den Testschüssen. Also sieht recht gut aus. Das ist die 4 Zoll Variante. Dieser hier. 4 Zoll. Und 6 Zoll. Komme ich jetzt gleich noch zu. Habe ich dieses Ergebnis hier. Sieht doch super aus. Das waren immer jeweils 8 bis 10 Schuss auf eine Karte. Ja, hier mal so ein kleiner Ausreißer, gut, aber ansonsten doch im Vergleich zum 4 Zoll sieht das doch ganz ordentlich aus. Ja, Schusstest mache ich nicht. Diese Waffe, wir nehmen also den 6 Zoll Raptor in den Langzeittest von WPU. Und sobald ich mit diesem Video fertig bin, wird der 6 Zoll Raptor weiterversendet an WPU-Tester, Habu, FCA Zimmern, SDS, wer sie haben möchte eben halt. Ja, sieht doch ganz gut aus, 6 Zoll. Die CO2-Kapsel wird hier unten implementiert und zwar das ist hier wieder eine sogenannte Verschlussschraube, sage ich mal, wo man dann eben halt mit dem Imbus die Waffen, beide sind also mit CO2 bestückt, deswegen kann ich das jetzt nicht rausdrehen. Also ganz simpel, hier aufdrehen, Kapsel reinstecken und wieder zudrehen. Die Verschlussschraube ein bisschen schräg ansetzen, wenn man also die Waffe gerade hält. Ja, man sieht auch, hier ist eine leichte Schräge, also nicht gerade rein die Schraube. Ich habe da immer Fummelarbeit, muss immer schräg angesetzt werden am Gewinde und dann geht das auch alles besser. Hier noch kurz der 4 Zoll aus der Nähe. Für die Leute, die es interessiert, made in Taiwan, deutscher Lauf drin. Ja, von welcher Firma auch immer. Also von der Haptik her passt schon. Schön schwer, schöne Schwere. Doch, doch. Liegen gut im Anschlag, muss ich sagen. Bis auf diese Plastiktrommel, die mir nicht so gefällt, hätten sie auch in Metall machen können, sind die also ganz gut liegend in der Hand. Naja, für einen Revolver, der vielleicht irgendwo aus Taiwan kommt, da Diana drauf zu schreiben. Es sind die an sich hochwertige Produkte immer gewesen, die ANA. Dass der Name jetzt überall auf anderen Waffen noch verwurstet wird. Es gibt jetzt auch wo in Amerika, auch wo bald in Deutschland, eine ANA-Waffe, die also dahingehend, eine Pressluftwaffe. Tja, ob das unbedingt sein muss. Ich finde, man schadet da ein bisschen dem Namen ANA. Aber das ist meine Kommentierung, meine persönliche Meinung. Also präzise sind beide wirklich super. Macht Spaß. Ist auch wichtig. Hier nochmal kurz zur Trommelabdichtung. Das ist also die Abdichtung, die zur Trommel geht. Hier von vorne die Trommel.
wird dann gedreht. Kann ich jetzt, glaube ich, per Hand nicht so machen. Und wie man sieht, wenn ich hier auf diese Trommelabdichter drücke, der ist mit dem Lauf verbunden, kommt der Lauf vorne raus. Ja, und zu dieser Abdichtung komme ich jetzt, die scheint wohl nicht so perfekt zu laufen, aber das zeige ich euch jetzt gleich mal. So, dann testen wir das mal. Ein bekannter Feuertest. Zack, aus. Vorne. An der hinteren Seite geht's. Ah, auch nicht, richtig. Ja, dann mal linksseitig. Ah. Das ist ganz schön heftig. Ja. Druckverlust hier vorne. Bei beiden Waffen. Was das bedeutet, zeige ich euch jetzt gleich. So. Ich lade jetzt den 4 Zoll mit dem Omarex Mosquito. Lege hier den Ladering ein. Ja, genau, vor der Kamera fällt mir das wieder runter. War klar, jetzt Video halt ein bisschen länger. So, jetzt kommt es zum Kroni-Test. So, erster Schuss, Raptor 4 Zoll. 2,2 Joule. 2,1 Joule, das neue CO2-Kapsel drin, 12 Gramm. 2,1 Joule, 2 Joule, 2 Joule, 1,8 Joule, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, aber bestätigt meine Vortests. 1,9 Joule, 1,7 A Range. So, jetzt der 6 Zoll. Also im Schnitt 2 Joule mit dem 4 Zoller. So, und jetzt kommt der 6 Zoll. Seid erstaunt. So, den 6 Zoller lade ich jetzt auch. So. Okay. Also 6 Zoll. So, und dann werde ich die Kamera ein bisschen nach oben setzen. Sekunde. Damit man das noch ein bisschen sehen kann. Yes. So, 6 Zoll, erster Schuss. Blockiert momentan, habe ich da noch Sicherung drin oder so? Kann das sein? Ja, ist gesichert. So, Single Action. Ah, ich verrückte das mal ein bisschen, der ist ein bisschen länger als der 4 Zoller. So, erster Schuss. 2,5. 2,4. 2,4, 2,2, 2,1, 2,1, 2,0, 1,9, ich glaube, das waren 8 Schuss. Range, das war's. Also summa summarum kann man sagen, dass der 6 Zöller also so 0,3 Joule mehr schafft, also mehr Leistung hat, Joule-Leistung. Als der 4 Zöller. So, EPU, das soll es von mir gewesen sein. Beide Waffen liegen so, sind der 6 Zöller ist ein bisschen teurer, so um die 110, 118 Euro. Der 6 Zöller vielleicht ein 10er mehr. Ich habe es jetzt nicht geguckt. Ich habe beide Waffen von der Firma Teutenberg ausgeliehen bekommen. Dafür bedanke ich mich recht herzlich. Wie schon gesagt, der 6 Zöller geht noch in den Langzeittest. Wie schon gesagt, die Leistung beider Waffen kann sich noch erhöhen. Wenn die Läufe entsprechend mal behandelt worden sind, eingeschossen worden sind, dann mal wieder gereinigt wurden, auch das Abzugssystem mal ein bisschen silikoniert wurde, also mit Silikon besprüht wurde, da kann sich die Schussleistung und auch die Präzision auch zum Negativen ändern, wie auch zum Positiven. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Grüße alle Gäste von WPU und alle Nutzer von WPU, die User sowieso. Ja, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Nobby. Tschüdelö.